Hallihallo, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy 13. Ja, wir müssen hier nach vorne laufen, um eine Cutscene sehr wahrscheinlich zu triggern. Ich weiß nicht genau, was da so kommt. Schauen wir mal runter. Was sollte eigentlich hier irgendwo um diese Gegend sein? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das eigentlich jetzt schon der Fall sein könnte. Ich glaube nicht. Also wir sehen einfach mal nach, was da oben so passiert. So, gut. Ich hoffe mal... Ah, das ist hier schon, okay. Doch, viel Spaß mit der Cutscene. Ah, da ist Sarah. Psycom will be here soon. If they find us, we're all dead. You think Sarah'd want that? You think you know how she feels? If I leave her, then I'll never know. We'll be fine. I can handle anything they throw at us. No one will die. I'll protect Sarah and Cocoon. Does she look protected to you? I can save her! What can you possibly do? Whatever it takes! Poor me. You two are hopeless. You just can't admit it. I'm gonna stay as much as he does. Ja, Lightning hat es ja gesagt, aber die anderen wollten ja nicht zuhören. Paradigmensystem. Also, ja, gut. Mit Tab. Jetzt würde ich eigentlich gerne wissen, wie ich das auch... Ah, okay. Alles klar, hab's rausgefunden. Ach du Kacke, macht der Schaden. So, wir machen mal die schöne Vanille zu einer Heilerin. Das könnte meinen Kampf ein bisschen besser machen. Oh mein Gott. Moment mal, Snow ist doch ein Verheerer in diesem Kampf jetzt. Ja, genau. Nein, er ist Verteidiger. Warum bist du Verteidiger? Ich brauch dich nicht als Verteidiger. Oder doch, er hat noch Schock, das ist okay. Er kann dann noch ein bisschen Verteidiger bleiben. Das Problem ist, ich mache gerade sehr viel Angriff. Und das ist meines Wissens gerade nicht allzu gut. Aber das Gute ist dabei, Snow nimmt alle Angriffe von diesem Viech auf sich. Und das ist halt, ja, das ist halt gut, dass die anderen halt keinen Schaden bekommen. Außer ab und zu halt. Jetzt muss ich gleich mal schauen. Ah, okay. Wechseln wir mal auf Verheerer, damit ich wieder in den Schockzustand komme. Und dann werde ich wieder wechseln. Autsch, autsch, autsch. Also sehr viel Schaden macht er jetzt trotzdem nicht. Außer wenn er so irgendwie spezielle Angriffe macht. Das wäre dann nicht gut. Ich weiß jetzt nicht, ob Ruin eigentlich auch noch sehr gut ist, wenn ich das einsetze. Ich glaube, jetzt nicht mehr. Greifen wir mal an. So,
So, die Hälfte hat er schon mal wieder verloren. Oh oh. Jetzt habe ich mal schnell wieder gewechselt, dass Snow wieder Verteidiger ist. Aber ich hätte es nicht machen müssen. Da es nicht allzu viel Schaden gemacht hat. Kristalltrümmer. Ja, jetzt könnte es eventuell doch noch ein bisschen. Ah, doch nicht. Oder doch. Bitte heimer Snow, bitte. Danke. So, warum immer der blöde Ruin? Ich hasse das. Er ist immer noch im Schockzustand. Das ist auch okay, aber der kommt jetzt gerade raus. Aber ich habe Zeit, das Zeug anzustellen, wenn ich es manuell machen würde. So, dann wechseln wir wieder. Verheerer und Heiler. Ich könnte auch beide schnell mal Verheerer machen. Er macht nicht allzu viel Schaden, würde ich sagen. Macht das vielleicht mehr? Nein, macht es nicht. Ich hätte jetzt gedacht, Ruin könnte sein, dass es ein bisschen mehr Schockschaden macht. Aber das ist nicht der Fall. So, okay. Es ist wieder im Schock. Also, er ist wieder im Schockzustand. Ich glaube, ich kann es so lassen. Er macht nicht allzu viel Schaden. Würde ich jetzt mal sagen. Jetzt würde sie immer angreifen. Das ist wieder normal, ne? Aber ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, er wird jetzt nicht mehr. Nein. Ja, ihr habt gesehen, wenn man einen Heiler in der Gruppe hat, dann kann man eigentlich schon fast nicht mehr verlieren. Und da Snow sogar noch Verteidiger manchmal kann sein und alle Angriffe auf sich beziehen kann, dann kann man eigentlich gar nicht verlieren. Eigentlich. Aber es gibt Momente, da kann es einfach nicht anders gehen. Außer mit einer Taktik. Wenn man den Gegner weiß, was er tut. You're leaving? We want to help Sarah too. But without tools, we could be digging for days. The army's on our trail. So for now, we gotta keep moving. For now. So I just abandoned her and save myself? What about your focus? What happened to banding together and saving the world? Isn't that what you promised? Now you want to forget it all and die right here? Snow, you're nothing but talk. Lightning! I'll do whatever it takes. I'll finish this focus and keep Sarah safe. That's my promise. Great job so far. Stay out of trouble. Mm-hmm. You do. Get going. Later. Okay. Snow. Save it for next time, kiddo. We'll get left behind. But it's okay, Hope. Light'll take care of you. We'll meet again. Yeah. Count on it. Eine neue Formation mit Vanille und Seth und Lightning natürlich. Sie bleibt, glaube ich, immer dabei. So, wir haben neue Daten erhalten. Die werden wir am Schluss des Portes mal anschauen. So. Hope ist schon ein bisschen böse, der Junge. So,
Wir müssen geradeaus laufen. Jetzt bin ich gerade unsicher. Ah, ich glaube da entlang. Okay. Oder gibt es hier noch eine Schatzkiste? Schauen wir mal. Von weitem her sieht es gerade ruhig aus. Das finde ich toll. Da müsste ich nämlich nicht zurücklaufen. Irgendwo sehen wir, glaube ich, ihn noch buddeln. Ich buddle. Wie kann das... Das ist Kristall. Wie kann er Kristall zerstören mit so einem Hackteil-Dingsbums, wo er in der Hand gehabt hat? Ach Quatsch, der kommt schon alleine klar. Keine Angst. So, die Frage ist nur, wie weit... Nein, da war nichts. Ich hätte gedacht, ich hätte so eine Schatzkiste gehört, aber nein. Hat er schon fertig geredet? Oh mein Gott. Das war so viel unten als Untertitel und er hat zu wenig gesagt. Oh, sie haben mich gesehen. Ich habe das Gefühl, die Übersetzungen in diesem Spiel sind auch nicht allzu toll. So wie, als er vorhin gesagt hat, passt auf euch auf, und da hat ja Seth gesagt, you too. Und unten stehen dann Dito. Warum denn? Das war jetzt gut übersetzt. Okay, so, was haben wir denn? Mief-Sekret. Oh, noch mehr Stinkebüblein hier. Moment, kann ich hier runterspringen? Ah, ich kann hier runterspringen. Mitten ins Gefecht. Yay. Und natürlich sind die anderen alle schon wieder da. Und zack. Oh, nur einer getroffen. Schade. So, nieder mit den Hunden. Sie sind böse. Sie beißen mich. So, wessen Weg sollen wir nehmen? Wir nehmen den linken. Der sieht danach aus, als würde er in eine Sackgasse führen. Das ist gut. Das führt mich nämlich zu einer Kiste. Habe ich das gehört? Oh mein Gott. Moment, Moment. Ist da unten? Ah, sogar zwei Kisten. Wow, super. Gehen wir ganz langsam geradeaus. Nein, so schlimm ist es auch nicht. Man kann nicht runterfallen, das finde ich ein bisschen schade. Oder auch nicht, denn die Kamera ist nicht allzu gut jetzt gerade. Gut, was haben wir im ersten? 240 Kill. Und... ein Deneb. Oh, können wir anziehen. Ausrüstung bei Seth. Der hat nämlich so Knarren. Magie, er ist Verheerer. Da muss er eher auf Magie ausgehen. Okay. Sehr gut. Haben wir. Das packen wir. Warum bist du gesprungen? Du musstest gar nicht springen. Habt ihr das gesehen? Sie musste gar nicht springen, aber sie ist gesprungen. Ich habe letztes Mal ein bisschen rausgefunden, dass ich vielleicht ein bisschen schnell quatschen tue. Und ich hoffe, ich bringe es irgendwie hin, dass ich das nicht tue. Und ich weiß nicht, ob ich einfach zu viel rede. Normalerweise rede ich ja durch den ganzen Part durch. Stört euch das? Ich will bloß nicht schubsen. Ja, na klar. Ui. Die sind jetzt von oben gekommen. Die sind runtergesprungen und wollten mich abkacken. Ankacken. Oh, die wollten mich ankacken. Moment, das sind andere Viecher. Oder nur einer. Hallo, du bist neu. Einer ist neu von denen. So. Gut, schauen wir mal. Mal ein bisschen Kämpfe wieder drin lassen hier. Ist vielleicht ein bisschen besser. So. Ich weiß auch nicht. Stört euch das, wenn ich die ganze Zeit rede? Kann ja sein. Vielleicht wollt ihr vielleicht von der Musik vom Spiel auch was hören und nicht nur von mir. Weil ich habe das Gefühl, dass ich echt zu viel quatsche. Ich quatsche ununterbrochen einfach durch. Und zwar einfach Kackzeug, weil, boah, weiß manchmal selber auch nicht, was ich erzählen soll. Und dann kommt es einfach wie eine Stinklauge vor den Mund. So, gehen wir nach oben und kloppen mal die anderen Gegner hier noch. Jui! Ah, das Springen ist, naja, einfach gemacht. Hallo! Okay, da sind sie tot. Und ich nicht. Yay! Yeah. Okay, so. Was gibt's sonst noch so Neues? Er wird erfahren, wie ich mich fühle. Ich glaube nicht.
Ich glaube, das lässt da lieber bleiben. So, schauen wir mal. Okay, man kann sich wirklich nicht gut anschleichen an die Viecher hier. Hallo! Mich nimmt das Wunder, wie weit entfernt der nächste Speicherpunkt doch ist. Dunkelzähne. Denn da vorne ist auch schon wieder irgendwas, was ich triggern kann. Die Frage ist nur... Ah, das ist ein Flugzeug. Ein Flugzeug. Ich schätze mal, das funktioniert nicht. Ah, untersuchen. Okay, die Knarre hat noch funktioniert. Also war das eigentlich nur dafür gut, dass man hier durchkommt. Und das Coole ist, hey, so viele Monster, kann ich vielleicht alle... Oh, es kommen alle auf einmal. Oh mein Gott, waren das viele. Also das waren jetzt echt viele, boah. Aber boah, es war nicht allzu knapp, dass ich irgendwie gestorben wäre. Nö, das ging eigentlich noch. Ah, da vorne ist ein Speicherpunkt, das ist gut. Denn wir haben unsere 20 Minuten schon drin, schätze ich jetzt mal. Außer ich schneide vom Anfang vielleicht ein bisschen raus. Aber wir haben ja noch was vorzulesen. Und das machen wir jetzt noch. Immer als letztes in meinem Part lese ich ja das Zeug hier noch vor. Okay, jetzt vielleicht nicht. Es gibt nämlich gar nichts. Außer da das komische Zeug hier. Aber ansonsten wirklich nichts. Die Geschichte vielleicht, aber das machen wir jetzt gerade. Das ist ja ein bisschen unnötig, dies zu tun. So, was haben wir denn hier noch? Pernflügel, da habe ich Ausrüstung. Okay. Das Zeug habe ich auch. Ja? Ärztewissen. Warum habe ich das nicht ausgerüstet? Das wäre doch was für Vanille. Oh ne, Ärztewissen ist das mit Maltrinken. Plus 50 oder so irgendwas. So Leute, ich würde mal sagen, das war's schon mal wieder für diesen Part. Ich hoffe jetzt mal, ich habe genügend aufgenommen. In 20 Minuten sollte es glaube ich schon sein. So, ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt und dass ihr ein bisschen fleißig kommentiert habt. Wir werden uns beim nächsten Mal wiedersehen bei Final Fantasy 13. Ich schätze mal, beim nächsten Mal geht es langsam aber sicher mal zurück zu Snow, was so mit ihm passiert in der letzten Zeit. So, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Zert wünscht noch einen schönen Tag. Ciao, Leute!